Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur 50. Folge Ravenport. Meine Güte, 50 Folgen schon rum. Geht irgendwie auch schnell. Ja, direkt im Anschluss an die gestrige Folge hier. So, jetzt machen wir erstmal wieder voll. Da ist voll. Dann hinten noch den Rest wieder auffüllen. Wahrscheinlich haben wir jetzt einmal jeden Container angefangen. Mir aber auch egal, denn eigentlich kann der da erstmal so stehen bleiben. So. Und leuchten aus, die Nerven ein bisschen. So. Jetzt haben wir. Rückwärts. Ja. Jetzt haben wir Feld 1 fertig gemacht. Jetzt können wir erstmal pennen gehen. Damit es wieder hell wird. Rums. Schön den Schuppen kaputt fahren. Stellen wir hier noch sauber ab und dann gehen wir pennen. Danach bereiten wir mal die Seemaschine vor. Was ist denn hier heute mit vorwärts und rückwärts los? So, parken natürlich erstmal noch halbwegs vernünftig, weil den brauchen wir jetzt ja, glaube ich, so schnell dann doch nicht mehr. Jetzt ist es mal der Johnny wieder gefragt. Und Motor aus, Motor an, Licht an. Jetzt ist alles aus. Ah, sehr schön. Jetzt können wir pennen gehen. Reicht ja auch, ist 9:30, ne? Da können wir schlafen. Wo ist eigentlich unser Hund? Unser Hund ist abgehauen. Der ist weggelaufen. Ich werde auch mal fetter. Ich passe kaum durch die Tür. So, hier können wir schlafen. Wenn wir es jetzt 9:30 haben, dann müssen wir ja schon mal locker 2,5 Stunden, 8,5 Stunden schlafen. Geht nicht. Dann schlafen wir halt nur 8 Stunden. Dann ist es 4:30. Müsste es sein. 5, 5:30 ist es. Oh ja, passt eigentlich perfekt. Dann geht die Sonne schon wieder auf. So, wie haben wir Betriebskosten bezahlt? Ja. Wo ist denn der Hund? Der ist wirklich abgehauen. Ernsthaft? Der kommt ja nicht mal, wenn man ihn füttert. Was ist denn da los? Wir sollen uns einen neuen kaufen. Hab ihn wahrscheinlich zu wenig gefüttert. Ist er deswegen abgehauen? Und? Also ich vermute jetzt mal, dass es ein Spielfehler ist. Aber es sei denn, es liegt wirklich daran, dass ich ihn nicht gefüttert habe. Das wäre uncool, ehrlich gesagt. Ich habe ihn ein bisschen vernachlässigt, deswegen ist er bestimmt weggelaufen. So, jetzt machen wir erstmal das Hilfefensterchen wieder aus. So. Gut, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt vielleicht doch noch ein bisschen Geld machen sollten, nochmal Soja. Oder wollen wir uns vielleicht doch erst die Maschinen holen? Wobei, die können wir uns ja dennoch holen. Egal, was wir davon haben wollen, das Geld hätten wir zur Not. Also würde ich doch tatsächlich nochmal vorschlagen, nochmal eine komplette Rutsche Soja. Damit wir halt auch hinterher das Geld wirklich haben. Um jetzt die Kühe auch zu leisten, ne? So. Aber andererseits, wir können die Ballen, wir müssen
Wir bräuchten noch ein Ballenlager. Jetzt halt auch die Frage, wie viel Stroh brauchen wir? Theoretisch würde das Feld doch eigentlich auch erstmal reichen. Fragen über Fragen. Da wir so viele Fragen haben, so ja. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal eine komplette Phase Zeit, um uns ein bisschen Gedanken zu machen. Wir haben auf jeden Fall dann anschließend auch noch ein bisschen mehr Kohle am Start. Denn eigentlich bräuchten wir irgendwas, einen anständigen Platz, wo wir halt auch die Ballen lagern können. Ich habe auch schon mit den Gedanken gespielt. Ich habe ein Strohlagergebäude und da ist quasi beides drin. Da ist auch ein Ballenlager mit drin. Habe ich aktuell auf der Hopfach verbaut. Stimmt, die Hopfach, die wird auch noch kommen. Da habe ich auch noch Videos am Start von dem, wie dieser Hof entstanden ist. Da warte ich halt im Moment aktuell noch auf Anton, dass der fertig wird, dass wir anfangen können zu spielen. Und auch dann werden diese Videos kommen. Dann sind wir tatsächlich wieder bei 3 Videos im Grunde am Tag. Wobei sich die Hopfach dann wahrscheinlich abwechseln wird mit Euro Truck Simulator. Bei 3 Videos am Tag kann ich einfach nicht gewährleisten. Das kriege ich nicht unbedingt hin. Also, da, wie gesagt, in Zukunft, bei 2 Videos am Tag sollte eigentlich reichen. Das, was ich gestern schon angesprochen habe, wie gesagt, mit dem Stream, das hat sich dann, sobald Februar ist, kein Stream mehr auf meinem YouTube-Kanal, sondern nur noch Videos. Auf Twitch könnt ihr mich natürlich auch, es ist ja auch unter den Videos immer mit verlinkt, mein Twitch-Account, da könnt ihr mir dann gerne folgen, wenn ihr weiter meine Streams sehen möchtet. Weil ich denke auch, dass die Plattform Twitch für euch zum Stream-Zuschauer angenehmer ist. Man kann euch da ein bisschen mehr bieten. Ich meine, klar, im Moment, noch kleiner Kanal. Da habe ich noch nicht wirklich viele Emojis zum Beispiel. Ich habe erst einen Slot freigeschaltet, wo ich... Ja, ich habe ein Emoji, aber das ist komplett Banane. Das war erstmal nur eine Probe überhaupt. Da will ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass das besser wird. So, es wächst jetzt doch nicht gerade auf meinem frisch gesäten Unkraut neu, oder? Das ist jetzt nicht deren Ernst. Vor allem bin ich gespannt, was mit Feld 1 ist. Ob das da jetzt auch wächst oder ob es wieder wegbleibt, weil wir es gespritzt haben. Ja. Also, nochmal auffassen, ganz kurz das Thema, wird jetzt auch gar nicht mehr so viel. Mann, jetzt wächst das ernsthaft nochmal nach. Es ist zum Kotzen mit diesem Unkraut. Hätte ja auch einfach ein bisschen warten können. Ja, dann müssen wir halt wieder striegeln. Hätten wir jetzt irgendwas anderes noch gemacht in der Zeit? Jetzt habe ich aber angefangen mit dem Feld, jetzt kann ich nicht wieder aufhören. Hätten wir schön das ausgewachsene Unkraut gehabt, hätten wir es gleich mit untergegrubbert und weg wäre es gewesen. Ja. So, jetzt habe ich... Heute ist schlimm. Ich fange immer wieder mit dem Thema an. Und klicks nicht beendet. Ja, ich mache das Ganze auch einfach jetzt überwiegend, um ein bisschen mehr Struktur in meinen Kanal auf YouTube reinzukriegen. Da ich einiges an Videos rumfliegen habe, die teilweise falsch beschriftet sind. Also das sind dann halt überwiegend irgendwelche Streams. Ich müsste mir die mal alle durchgucken, was ich auch versuchen werde mal zu machen jetzt in den nächsten Tagen noch. Die dann in Playlists noch einzusortieren, wo sie eventuell reingehören und so weiter und so fort. Also da habe ich noch ein bisschen was vor. Ich will es halt für euch ein bisschen übersichtlicher machen, für mich auch übersichtlicher und im Grunde damit auch ein bisschen einfacher, dass das Ganze ein bisschen besser vonstatten geht. Ja,
Jetzt habe ich auch genug davon gequatscht. Ja. Sehen wir das Feld hier erstmal an. Denke mal, das hier ziehen wir durch. Wird diese nächste Folge. Dann werden wir das hier wegstriegeln. Bekommen so ein bisschen Luft vielleicht rein zwischen Feld 3 und 2, was auch mal ganz cool wäre, dass die nicht mehr gleichzeitig laufen. Und Feld 2 werden wir dann wieder in der Timelapse einsehen. Ich denke, das wird sonst wieder zu ätzend, wenn wir 4 Folgen oder 4,5 Folgen in etwa nur einsehen. Da habt ihr keinen Bock drauf, da habe ich keinen Bock drauf, euch das zu zeigen. Machen wir dann wieder so. Ja. So, was haben wir denn heute? Heute müsste der Sonntag sein, glaube ich, ne? Ja, sehr schön. No, also ab morgen, ich wiederhole es gerne nochmal, startet der Euro Truck Simulator 12 Uhr. Weiß ja, werden die meisten noch nicht zu Hause sein, aber wenn er dann nach Hause kommt, Feierabend habt von der Schule, von der Arbeit, dann habt ihr auf jeden Fall zwei neue Videos im Normalfall da. 14 Uhr Ravenport, 12 Uhr Euro Truck Simulator. Ja, und neben Euro Truck Simulator will ich auch The Forest noch demnächst mit reinbringen. Da muss ich aber noch mal mit jemandem sprechen, mit dem ich im Stream mal angefangen habe. Da habe ich halt immer noch nicht geschafft, weil derjenige halt auch eigentlich nur ein Zuschauer von mir ist. Aber ich will mal fragen, ob er den Bock hat, regelmäßig mit mir was aufzunehmen. Oder ob wir das vielleicht sogar in einem Stream machen. Wobei, da wird es halt wieder schwer. Aber müssen wir mal gucken. Ich muss mit dem mal reden, wann und wie er Zeit hat, ob er Lust hätte. Ansonsten hätte ich eventuell noch einen zweiten, den ich vielleicht fragen könnte. Falls der auch nicht möchte, dann werde ich da ein Solo-Projekt draus machen. Aber müssen wir nur mal gucken. Er wird es wahrscheinlich nicht so ablaufen, wie man Forest normalerweise spielt. Dann würde ich tatsächlich auch eher in die Richtung ein kleines Eigenheim bauen oder so. Vielleicht ein bisschen erkunden. So nach und nach. Denn ich weiß, ich werde mich da auf jeden Fall verlaufen. Und nie wieder nach Hause finden. Ich kenne das von Minecraft. Ja. Und so werden sich dann auf jeden Fall Euro Truck Simulator mit Forest, wenn das soweit ist, abwechseln. Und wenn das Hauptfachprojekt gestartet ist, wird sich das eigentlich auch abwechseln mit der Ravenport. Dann werden wir es so machen, dass wir jeden Tag immer eine Folge LS haben. Einen Tag Ravenport, einen Tag Hauptfach. Und jeden Tag eine andere Folge, ein anderes Spiel. Und sollten dann, beziehungsweise dann die ganzen Stream-Aufzeichnungen oder Spiele, die wir im Stream gespielt haben, die ich dann schneide in Folgen, die kommen dann als zusätzliches Material da auch noch hochgeladen. Das heißt, das dritte Video, was dann mal ab und zu mal kommt, die werden dann nicht die Regel sein. Also da dann nicht erwarten, dass dann da jeden zweiten Tag oder täglich irgendwas kommt. Das geht so lange, wie ich halt Material habe. Und dann war es das wieder. Ich denke, ich werde aber wahrscheinlich auch mal die Woche jetzt ein kleines Informationsvideo aufnehmen, wo ich mir das nochmal ganz genau, oder dass ich bis dahin meinen Kanal aufgeräumt habe und einen ganz genauen Plan habe, dass ich euch das mal sauber nochmal erklären kann. Und nicht während ich hier spiele, versuche irgendwas zu erklären und wieder versuche drei Dinge gleichzeitig zu machen. Das klappt bei mir sowieso nicht. Aber halbes Feld haben wir hier schon angesät, ein Träumchen. Ja, das Blöde ist, jetzt ist das Unkraut, glaube ich, so gut wie durch. Jetzt haben wir hier wieder. Ich hoffe, es wächst einfach nicht nochmal. Ist halt vom Rhythmus her jetzt wieder blöd. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal trotzdem wieder in 1 durchwächst, auch wenn wir jetzt hier das gleich nochmal ein bisschen wegstriegeln müssen. Und das Ganze am besten noch vorm Düngen. Würde ich auf jeden Fall sagen, vorm Düngen kurz wegstriegeln. Dann noch düngen und dann erst Feld 2 angehen und dann haben wir eventuell auch unseren gewünschten Wachstumsstufenunterschied, den wir eigentlich die ganze Zeit schon haben wollten.
So, ja. Dann sind wir ja auch eigentlich schon wieder am Ende der Folge. Ja, machen wir hier auch Ende. Wir machen nächste Folge direkt weiter. Haben auf jeden Fall wieder massig zu tun. Mehr als massig. Und eigentlich hetzt mich nichts, ne? Ich habe eigentlich für alles Zeit oder für alles alle Zeit der Welt. Ich mache mir nur irgendwie immer ein bisschen Druck, wegen ich möchte nicht, dass euch die Videos zu langweilig werden. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Der ein oder andere hat es halt auch schon getan, dass meine Videos so wie sie sind gut sind. Wie sehen denn andere, dass die sich noch nicht geäußert haben und die Videos gucken? Soll ich das genauso weitermachen oder soll ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Gas geben? Ist euch das zu langweilig, vor allem gerade? Das werde ich nicht ändern, aber halt, dass ich halt immer direkt weitermache und keine Luft dazwischen lasse groß. Also jetzt nicht irgendwie hier mal 5 Ingame-Tage vergehen lasse, wo ich offscreen was mache. Denn das ist einfach nicht mein Ding. Also wenn, dann sollte halt auch wirklich alles mitverfolgen können irgendwie. Wenn es mal Kleinigkeiten sind, dann mache ich die hier offscreen. Das sage ich auch jedes Mal. Aber halt im Groben und Ganzen soll es halt wirklich mal im Anschluss sein. Haut das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Reingehauen.